So, und damit herzlich willkommen zum neuen Vlog. Die Woche sind wir mit dem Sägewerk dran. Der Herbert Dauwalter ist da und der sägt jetzt daheim mal das bisschen Holz und dann da oben die Polter noch. Genau, das wird jetzt einiges geben. Daheim sägt er Balken 12x10. Daheim sind die schwarzen Bretter. Ja, das gibt wieder ein Stück. Ich nehme euch immer mal wieder mit, wenn es was zum Sägen gibt. Und ansonsten halt heute. Noch ein kleines Spezialprojekt zwischendurch. Ein Hackklotz für den Herbert. Auch wieder bloß für Kundschaft. Wir machen immer bloß alles für die Kundschaft, aber nie was für uns. Ja, der Traktor geht gar nicht mehr jetzt. Da ging der Allrad jetzt. Jetzt geht nicht mal mehr Heckhydraulik und Frontlader. Ja, jetzt packen wir halt oder ja, machen wir halt mal nix und gucken, ob morgen ein Ersatzwagen da ist. Und wenn nicht, dann ist halt die Woche Holzrücke angesagt. Die haben ja genug Arbeit. Genau. So, ja, jetzt vorher haben wir am Herbert noch den Spaltklotz aufgeladen. Jetzt aufgrund, dass der Glas so halbe Totalschade ist derzeit. Also, wie gesagt, Heckhydraulik Frontlader geht nicht mehr. Allrad geht nicht mehr, also Allrad wäre jetzt nicht so schlimm, die Stämme wiegen nicht so viel, aber halt, ja, ohne Frontlader wird es halt schwierig. Jetzt liefere ich halt hier an der Torso-Baustelle noch vor. Ja, wie gesagt, die haben eigentlich so gut wie keinen Platz, wie ihr seht. Da liegen jetzt wahrscheinlich noch mal 20, 30 Festmeter da. Das ist schon massiv. Ja, jetzt habe ich wenigstens das Loch da hinten fast leer, da liegt noch mal einer, aber den muss ich über die nächste Schneise holen. Ihr seht ja überall die rote Bändele, wo ist jetzt noch mal einer? Da ist noch mal einer und da liegt einer auf dem Stamm. Den muss ich mal noch an die Buche nachbinden. Ja, da ist eine noch mal kaputt gegangen da drunter, aber was willst du, es geht halt. Ich kann den muss man mit dem Helikopter oder mit dem 100-Tonnen-Kran daheim schaffen, dass er mir die Vollbäume rauslupft aus dem Bestand. Aber ja, es geht halt nicht. Man versucht sein Möglichstes. Aber zaubern können wir noch nicht. Mal gucken, vielleicht irgendwann. Jetzt muss ich den anhängen, dann muss ich den Traktor auf die nächste Schneise setzen. Ja, genau. Jetzt habe ich daheim schon einen ganz schönen Berg liegen. Seht ihr ja. Das ist schon eine ganze Menge, klar, da sind jetzt auch Teil gipfelseitig gebracht. Ja, so ist das. Ich hoffe, dass wir da am Wochenende dann Vollgas dran gehen können, weil die nächste Baustelle wartet schon. Da haben sie schon wieder, ja, ich schätze mal so 40 Festmeter, 50 Festmeter nachgeworfen. Ja, das ist aber alles relativ easy eigentlich. Also da bin ich schneller fertig wie der Hanna auf jeden Fall. Genau, und da unten wird es noch ganz interessant dahinter. Weil das zeige ich euch dann gleich. Jetzt den einen habe ich jetzt schon wieder gekriegt. Jetzt zeige ich euch mal die Problematik, wo ich habe. Also jetzt habe ich da Hanna nochmal 3 Stämme oder 4. Da Hanna liegt alles voll. Es ist halt alles gipfelseitig. Weil nur nach vorne her war Platz. Und wenn wir es in die andere Richtung gemacht hätten, dann hätte ich habe jetzt glaube ich noch so 60 Meter Seil drauf, 70. Sagt Ritter, ist maximal beim 12er Seil. Ja, wie soll ich sagen? Ja, ich habe halt, das Seil ist halt immer mal wieder verdreht. Da muss man halt mal wieder 2-3 Meter wegschneiden und das hat man jetzt schon 2 oder 3 Mal gemacht. So wird das Seil halt immer kürzer. Gut, klar, wenn du dann mal irgendwann bloß noch 50 Meter hast, dann musst du halt wirklich rapp machen. Und ein ganz neues drauf. Ja, jetzt seht ihr, das sieht da wie ein Windwurf aus. Aber es geht jetzt halt nicht anders. Da liegt Holz. Da liegt überall Holz. So, und jetzt seht ihr mal, da ist alles voll. Das muss alles erstmal weg, bevor ich an das Holz hier überhaupt mal drankomme. Und jetzt muss ich, gucke ich nämlich gerade, wo ich jetzt noch, Entschuldigung, hier beim Klettern. Jetzt muss ich mal dahinter, statt der Renno, jetzt
Muss ich mal gucken. Da seht ihr, ist alles voll. Jetzt muss ich ein bisschen gucken, wo ich da überhaupt noch was vorliefern kann. Jetzt der, wo da oben drauf liegt, den könnte ich rechts dran vorbeinehmen. Auch der andere, wo der drauf liegt, den könnte ich auch vorbringen. Die andere denn aber alle nicht. Das kann ich vergessen. Und da steht jetzt aber auch die große Buche. Die will ich jetzt auch beschädigen. Ja, sonst müsste man da nochmal anders mit dem Seil. Das ist aber alles. Also ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass ich den hier, den lange hier, da vorne bringe. Dass ich hier überhaupt mit dem Wagen was ziehen kann. Wenn das Holz oben drauf liegt. Und jetzt muss nämlich hier vorne erstmal alles weg, die ganze Gipfel und was da so liegt, damit die überhaupt mal sieht, wo was überall noch Holz ist, weil da sind ja die Gipfel von den ganzen Torsos auch noch unten drin. Ja, und dann kann ich erst das Holz, was dahinter noch liegt, vorziehen. Also das ist alles noch ein bisschen spannend. Jetzt muss ich mal gucken, wenn ich da oben den rausziehe, könnte ich vielleicht noch Seillinie so hermachen und da noch den einen starken vielleicht rausziehen. Jetzt mal der Funk, ich muss weiter schaffen. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Also das wird der Hanna eine ganz schön Arbeit geben. Und ich denke ich, also wenn ich 2 Tage voll der Rückgewage habe, dann ist das hier, denke ich mal, realistisch zu schaffen. Jetzt ist der Plan. Ja gut, das seht ihr, denn das bringt jetzt nichts, wenn ich es euch jetzt erzähle. Ich denke immer, ja klar, wenn ich das aufnehme, dann schwätze ich halt zu. Ja. Und bei mir ist das natürlich den tagesaktuell und das andere liegt in der Zukunft. Aber für euch ist das natürlich im Video, wenn ich euch jetzt erzähle, was ich am Freitag mache, dann seht ihr das ja in 2 oder 5 Minuten. Also ja, kann ich so lassen. So, genau, der Hanna mutte die ganze Gipfel weg. Und die Bäume, die noch hinter dran hängen zum Teil, also das sind auch gleich mal wieder 3, 4, 5 Stämme. Ja, jetzt machen wir da Hanna noch eine Seillinie machen. Das wird dann aber glaube ich auch die letzte für heute jetzt, zumindest auf der Baustelle. Vielleicht gehe ich jetzt noch auf die nächste. Seht ihr dann ja auch. Ja, genau. Schau mal der. Und dahinter, wo der Gipfel ist, liegt noch der Starke drin. Und da irgendwo müsste jetzt der eine Starke drin sein. Genau, dass ich den noch. Standen wir mal da drauf. Ja, genau, da guckt er raus. Das bisschen da. Dass man das da herholt. Genau. So. Machen wir was. So, jetzt haben wir das auch mal kurz gesehen im Zeitraffer. Ja, ich glaube, das ist sogar einer, der hat glaube 5x5 Meter und nochmal 4, der hat glaube ohne Gipfel glaube irgendwas um die 33 oder 35 Meter gehabt. Also schon richtig ordentlich. Ja, das ist schon, seht ihr ja. Der ist ganz dahinter, hinter dem Torso ist das Ende. Also das ist schon Oschi. Klar ist jetzt nicht so wahnsinnig stark, aber die sind halt wahnsinnig lang. Und das mettert halt auch. Jetzt ziehe ich noch den raus.
Und dann liegt da nochmal irgendwo so einer drin, den will ich nochmal probieren, ob ich ihn rausbringe. Ja, weil alles, was schon am Weg da liegt, ziemlich ist gut, genau. So, ja, jetzt sind wir auf der nächsten Baustelle. Ich war jetzt da unten, ich habe einfach keinen Platz mehr gehabt, das haben wir aber auch gesehen. Ja, auf der Baustelle tun wir, weiß nicht, was schlagen wir jetzt da ein? Lass es mich überlegen. Ja, gesamt wäre es wahrscheinlich 60, 80 Festmeter sein, irgendwie sowas. Ja, vielleicht ist es auch weniger. Ich kann es manchmal mal so ganz einschätzen. Auf jeden Fall ist viel Buche und Weißtanne. Esche ist, glaube ich, 2, 4, 3 dabei, sowas, irgendwas. Aber sonst eigentlich bloß Buche. So, da muss ich mal, glaube ich, mehr Gas. Na du, der ist das nämlich gewöhnt. Der ist bloß noch leichte Käferbäume gewöhnt. Aber nehme, dass er da eine Buche rücken muss. Ich weiß ja gar nicht mehr, wie es geht. Ja, genau. Jetzt tun wir das alles auch eigentlich vorliefern. Bloß, also ich rück das zwar komplett, aber es geht jetzt darum, dass wir hier. Oh hey, was ist da passiert? Dass man ja das Holz ja einteilen muss. Da ist ja ein Teil Brennholz, ein Teil wird Stammholz. Ich habe jetzt mittlerweile auch gelernt, dass Stammholz nicht gleich Wertholz ist. Stammholz ist halt einfach, was lang ausgehalten wird oder auch kurz, was verkauft wird, ja. Wertholz ist, was zur Submission oder sowas geht oder... Ja, ist okay. Der lebt noch. Der wehrt sich noch. Und Wertholz ist das, was eigentlich zur Submission und sowas geht. Ja gut, klar, dahinter natürlich der ganze Gipfel spannt und alles, ist klar, dass da der jetzt hat ziehen müssen. Ja, genau, jetzt tun wir den, ich weiß es jetzt noch nicht so ganz genau, das ist jetzt immer so die Sache beim Rücken, also für mich zumindest, wie dusch jetzt. Ich habe jetzt den einen der Hanne raus und da von da unten kommen nochmal 3 Stück jetzt rauf. Oder wahrscheinlich dann auch zukünftig mehr. Der Hanna ist noch ein wenig mehr auszeichnet, das habe ich alles selber gemacht oder halt mit dem Bauer zusammen. Und jetzt habe ich einmal die Möglichkeit hier reinfahren und raufholen. Oder was theoretisch besser ist, ist der Hanna. Ja, wobei, das ist alles nichts. Da Hanna reinfahren, ja doch, wobei. Da Hanna reinfahren, so. Zack, seht ihr, von der Flucht ist relativ gerad. Dann könnt ihr hier vorne rausfahren, relativ gerad. Gut, der ist eh schon ein wenig verscherrt. Dann habe ich aber das Problem mit dem Einteilen. Sprich, ich müsste jetzt eigentlich hergangen, das Holz eben um den schleifen. Und alles bis daher, wahrscheinlich relativ päp, bis der Hanna rausziehe. Damit die, oder bis ganz raus, damit die mit der Länge nahe kommen. Ja, weil sonst kann ich da, ja gut, okay, ich fahre ja mit meinem so über alles drüber, aber dass sie halt einigermaßen Platz haben. Und dann müsste es da Hanna, kann sich dann der Förster angucken und dann einteilen. Und dann könnte man es zusammensägen und dann ja, wieder einmal in die andere Richtung, also da wo jetzt das Renno steht, nahe und dann poltere. Ist jetzt nicht so ideal, aber ja, jetzt tue ich mal die raus und mal an Seite nahelege. Aber halt selbst Wertholz, Stammholz lang muss halt einzeln legen, damit der Holzeinkäufer richtig angucken kann. Da habe ich letztes Mal ja keinen Ärger gekriegt, aber hat mich halt der Förster freundlich darauf hingewiesen, dass das nicht so gut war. Ja, und wir sind ja lernfähig, wir wollen es ja richtig machen. Deswegen, Stammholz lang sollte halt einzeln liegen und dann brauchst du halt da Platz dazu. Und der einzige Platz, wo ich sehe, dass ich da dazu habe, ist eigentlich hier. Da bringe ich 2 Volllängen hintereinander. Ja, Kurzholz täte ich dann hier hin und Weißtannen täte ich dann hier auf 2-mal aufteilen. Heißt, ich muss jetzt aber im Prinzip erst
die Buchen von hier unten alle rücken, damit ich dann die Weißtannen holen kann, weil ich ja erst alles hier einteilen muss und versorgen muss, damit ich dann die Weißtannen bringen kann. Also ja, ich weiß nicht, vielleicht stelle ich mich auch blöd an oder mache es komplizierter, wie es sein muss. Könnt ihr mir ja sagen, wie ihr es machen würdet, aber ich sehe jetzt da irgendwie gerade nicht wirklich eine andere Möglichkeit. Gut, doch, ich sehe eine andere Möglichkeit und das werde ich wahrscheinlich auch so machen, dass ich die Buchen jetzt hier rausziehe, mit dem Traktor andersrum hinfahre, sie wieder anhänge und wirklich hier auf den langen Platz schleife. Dann kann ich sie da aufteilen. Ich polter sie dickerdig schon alle so oder ziehe sie so her, dass sie dann als Wertholz denn liegen bleiben können oder als Stammholz ziemlich. Man sie dann nicht mehr großartig bewegen muss, nur noch mit der Winde vielleicht ein bisschen. Und dann habe ich eigentlich, kann ich da alles mit dem Wagen aufladen. Also ich denke, so werde ich es machen müssen. Genau. So, kleines Update zum Wegebau. Also es hat jetzt am Samstag und Sonntag? Nee, nur Samstag. Nur Samstag. Und glaub Freitag ein bisschen. Samstag hat es auf jeden Fall eigentlich den ganzen Tag geregnet. Auch zum Teil, ja, so mittelstark. Also so, ja, was hat er mal trinken, glaub 2 Liter, 3 Liter, sowas pro Stunde. Also, jetzt wie viel Kubik da gefallen sind oder wie viel Liter auf der Quadratmeter, das weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Aber wir können ja mal kurz gucken. Also das war das nasseste und schlimmste Loch. Gut, jetzt hier ist ein bisschen nass, aber jetzt mal draufstehen. Ja, aber das ist alles noch im absoluten Rahmen. Klar, wenn man da jetzt natürlich mit dem Traktor drauf fährt, dann gibt es schon gleich wieder ein bisschen Läusen, aber das ist halt so. Das ist ja immer noch eine Rückigasse und keine Straße. Also das ist ja keine kein LKW befahrbarer Weg. So, hier war auch nass. Gut, klar, hier außerhalb vom Kies ist es schon gleich wieder nass, aber jetzt hier, wo Kies drin ist, seht ihr, ist eigentlich zum Großteil trocken. Jetzt da vorne ist eine Stelle, wo ich noch nachbessern muss. Aber das ist ja kein Problem. Also ich sag mal so, wenn es jetzt mal regnet und man wartet, denke ich mal, 2-3 Tage, dann ist es hier, denke ich, relativ schnell wieder trocken. Und auch so, selbst jetzt, ist die Befahrbarkeit eigentlich gegeben. Ja, hier ist jetzt noch eine kleine Pfütze. Da muss ich mit der Spitzhacke hergehen und hier einen Zugang noch zu dem Graben öffnen. Klar, wenn jetzt der Wasserpegel, der war wahrscheinlich auch deutlich höher noch, dann ist es hier weggelaufen in dem Graben. Aber es sollte ja eigentlich schon das meiste raus, also da muss ich nochmal nachschaffen. Aber das ist ja, entweder man kippt nochmal einen Hänger Kies rein, dann ist das auch erledigt. Oder man geht halt nochmal mit der Spitzhacke her. Jetzt hier hoch sieht es auch gut aus. Ja, wie gesagt, es war jetzt nicht so viel Regen. Also der richtige Test kommt dann erst, wenn man mal 2-3 Tage oder eine ganze Woche mal Regen hatte. Dann wird man sehen, ob das hier richtig erfolgreich war. Aber ich denke mal hier, wo das Kies ist, da wird es jetzt in Zukunft eigentlich sicher nicht mehr nass sein, weil das unterm Kies wegläuft. Genau. So, jetzt habe ich hier den mal noch geschwind geastet für den Markus. Was heißt für den Markus? Für den Kunde. Aber der Markus wollte es machen. Aber das macht, er wäre jetzt nicht mehr gang. Weil jetzt ziehe ich den hier hoch und dann liegt der da wahrscheinlich auf der Hälfte von der Äste und dann hätte er bloß Verleider gehabt. Und so, wir schaffen hier zusammen halt gegeneinander, bloß so geht's. Und deswegen habe ich das jetzt geschwind gemacht. Mit der 3,72 ist das natürlich immer ein bisschen, ja, meh. Aber mein 5,50er ist ja gerade, die hat einen Förderbruch. Muss ich noch richten. Also, ich hoffe mal, da kommt das Ersatzteil jetzt einmal. Und 5,60er wollte ich jetzt nicht mitnehmen. Genau, jetzt tun wir mal da gucken. Ich gucke wieder, nicht wundern, ich gucke wieder eigentlich mehr auf den Traktor.
die ist schwer. Da hat er zum Kämpfen. Aber da liegt auch noch eine andere oben drauf. Sie will jetzt mal, bis die mal mit dem Gipfel da einigermaßen raus ist. Will sie eigentlich mal. Jetzt läuft sie mir natürlich gerade gegen die Weißtanne. Das ist jetzt scheiße. Das wollte ich nicht. Die junge Weißtanne. Aber jetzt ist schon zu spät. Ja, die dreht sich jetzt natürlich. Das ist jetzt natürlich echt Käse. Ich muss das Seil vielleicht gleich nochmal drehen. Der Traktor tanzt wieder zum Beat. Jetzt nehme ich. Der fängt dann immer an, ein bisschen zum Wippen. Aber du merkst halt schon wieder, Buchen haben einfach ein saumäßiges Gewicht. Jetzt muss ich bloß mal kurz gucken, wie jetzt da hin. Ja, genau, das ist nämlich nichts. Da muss man das Seil kurz drehen. Jetzt läuft er mir da voll drauf, er tät sich vielleicht dran vorbei drehen, aber dann ist wieder drinnen weg. Und das will ich jetzt. Deswegen gucke ich jetzt, ob ich das Seil dreht bringe. Jetzt muss ich mal kurz ein wenig weggehen, der Spannung hat. Halt. Seil ja, der Baum nicht. Gucke, ob ich es dreht bringe. Bis gleich. Man sollte da die Kamera anmachen. So, und zwar der Haken ist jetzt relativ fest unter drin. Den bringe ich so nicht raus. Jetzt habe ich das Seil einmal hier rumgelegt und halte das mit dem Fuß da unten, bis der mal auf Spannung geht. Damit bezwecke ich jetzt zwar, dass er mir weiter hier rüber kommt zu mir, aber dadurch kommt der Haken auch hoch. Dann hoffe ich, kann ich den Haken umsetzen. Ich glaube, der ist zu stark. Ja, das man schon halb denkt, dass das jetzt nicht geht. Jetzt probieren wir einfach mal, ob man jetzt noch weiterzieht. Ein wenig Luft haben wir noch. Vielleicht bis gerade da drauf. So, guck schau mal zum Traktor. Fliegt er fast um. Naja, umfliegen ist jetzt viel gesagt, aber hat mal am Ende gemacht ein wenig. Ja, genau. Jetzt habe ich Luft, jetzt kann ich es drehen. Und vorne rumlege und dann komme ich da Hand dran vorbei, das zeige ich euch. Jetzt haben wir das da rumdreht. Es gäbe jetzt natürlich die Möglichkeit, den Stamm zu rollen. Wird hier schwierig, weil der da drin liegt. Man könnte es probieren, aber dann muss ich das Seil wieder andersrum nachmachen. Weil wenn ich jetzt so probiere zu rollen, dann ziehe ich den Haken nach oben und in die Öse. Sprich, die Gefahr ist, dass mir der Haken aus der Öse rausgeht. Wenn ich Glück habe, geht's, aber mit ganz viel Glück, aber wahrscheinlich eher nicht. So, jetzt probieren wir das mal, ob das jetzt auf die Variante funktioniert. Ich glaube, wenn ich mir Gas nahe tue. So, jetzt geht der da schön dran vorbei. Tippitoppi. So, haben wir mal nach hinten gucken, um zu gucken, ob mir da ein Baum entgegenkommt. Weil wenn man da so Vollbäume rückt, das kann auch mal sein, dass da mal irgendwo ein Baum mitkommt. Wenn es blöd läuft, jetzt gut, klar, in der Buche jetzt nicht unbedingt, aber so Eschenbestände oder sowas. Aber ein Kollege, der schafft bei der Bayerischen Staatsforster, hat mir jetzt auch nahegelegt, ich soll doch immer einen Helm im Rücken tragen. Und er hat auch definitiv recht. Jetzt klar, beim Kahlhieb, da kann jetzt von oben eigentlich nichts mehr kommen. Da sie ist ein wenig zwiespältig. Aber und jetzt haben wir genau, Entschuldigung, jetzt habe ich genau die Situation, wo ihr wollt. Ich habe ein Seil hier auf meiner Seite. Er läuft mir jetzt permanent von dem Stamm, wo hier schon liegt, weg. Ja, er hat jetzt fast direkt die Seillinie zum Traktor, sprich, er kann eigentlich nicht weiter nach links. Er muss rechts bleiben, sprich, er lässt mir jetzt den Stamm eigentlich, hoffe ich mal, auf die meiste Zeit in Ruhe. Und das war eigentlich mein Plan auch vorher,
dass er mir rechts bleibt und eigentlich dann jetzt gesehen links von dem Stock, wo er drauf gestanden ist, bleibt, damit er nicht an die Weißtanne nahe kommt. Das hat jetzt leider nicht so ganz funktioniert. Hat Seillinie nicht hundertprozentig gepasst, aber so war der Plan. Jetzt hier oben ist jetzt gut, dass es da jetzt wenigstens geht. Genau. Jetzt zieht es den da schön hoch. Und wir haben jetzt eigentlich relativ direkte Seillinie gehabt. Deswegen haben wir am Naturbestand, das ist alles Naturbestand. An der Naturverjüngung haben wir jetzt eigentlich keinen Schaden gemacht. Ja klar, natürlich einen Schwund gibt es immer, aber hier ist vorher nicht viel gestanden. Das sind alles Äste, was man da sieht. Aber da unten ist natürlich viel Tanne, Fichteaufwuchs, Buche, Ahorn. Und da ist natürlich schon das Augenmerk, dass man nichts kaputt macht. So, jetzt muss er sich noch ein wenig wehren auf den letzten Meter. Aber jetzt dreht er sich wieder auf. Das war jetzt wahrscheinlich, weil er hinten noch ein Mords Gewicht hat. Ja, genau, da kommt nämlich der Gipfel dahinter. Ich gerade mal nachschwenken. So, da hängt noch der ganze Gipfel dran. Das ist natürlich ein Gewicht. So, aber jetzt dreht es ihn schön hoch. Das ist super. Dann kommen wir nämlich auch ans Seil wieder nah. So soll das sein. Genau. Ich habe immer Angst, dass mein Seil irgendwann mal reißt, aber schon 156 litziges, hochverdichtetes, so, gut ist er, hochverdichtetes, also im Normalfall ist das für 13 Tonnen Winde, Quatsch, für 7 Tonnen, 7 Tonnen glaube ich, 7 oder 8 Tonnen Winde ist das Seil glaube ich. Aber meine Winde zieht ja so 8, 8,5, also müsst schon heben. So, jetzt liegt der auch da. Und zwar auch schön ein wenig separiert. Da kann der Förster dann kommen, die Eiteile im Brennholz und Stammholz. Und dann bringe ich die auch dann nachher gerückt. Dann säge ich sie ab, rück sie, tue sie davor auf den Polterplatz und ziehe ins Kurzholz bloß her. Und das ladet man wieder mit dem Rungenwagen auf. Genau. So, jetzt haben wir mal wieder ein wenig einen schwächeren Vollbaum. Hat jetzt schon ein bisschen zu kämpfen nicht. Also er läuft ja. Der ist sogar Standgas. Ich dachte, ich hätte erhöht die Drehzahl dran. Aber Standgas. Aber jetzt werde ich wahrscheinlich gleich Seil ein bisschen. Ja, jetzt muss ich das Seil umhängen. Und dann werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen Gas dann tun müssen. Ja, das. Manchmal, also ich hätte jetzt gedacht, da wäre viel mehr Spannung drauf auf dem Seil. Manchmal denkt man auch, es ist viel mehr drauf. Aber ja, gutes Stammstück und dann dahinter raus der Zwiesel. Also denk mal so 3, 3,5 Festmeter wird die schon haben. So in der Richtung, ja, so 3, ja. Also, und das der Hanne, der lag da links vom Stock, den hat er da den Totholz durchgerissen. Jetzt der Hanne den Hang hoch, also das ist schon, ja, ein bisschen was. Also, hat er schon zu tun. Jetzt machen wir es bloß Seil drehen, sonst geht's. Und häng ich da. So, jetzt haben wir das Seil umgelegt. Jetzt gucken wir mal, sieht ganz gut aus. Ja, tipptopp. So soll es sein. So, seht ihr mal, der Traktor. Ah, die LEDs passen schon. Ich habe jetzt auch die Helmlampe an. Sieht man jetzt auf dem Video wahrscheinlich nicht. Ja, jetzt muss er mehr kämpfen. Klar, jetzt liegt er dann bald voll auf dem Boden auf. Aber wie gesagt, das ist jetzt Standgas. Jetzt tun wir mal ein bisschen Gas nach. Na, ist ein bisschen arg viel. Bloß ich mag das eigentlich nicht. Ich fahre bei solchen Sachen lieber im Standgas, weil ich stand hier mitten im Bestand.
sehe den Traktor bloß mit durch die LEDs, wo an sind. Und wenn jetzt da irgendwo ein Stock kommt, was ich eigentlich ziemlich sicher weiß, dass da jetzt keiner kommt, wenn da jetzt ein Stock kommt und ich fahre da jetzt mit Vollgas drauf, dann liegt der Traktor schnell. Da gibt es dieses eine tolle Video auf YouTube, wo sie, glaube ich, eine Salve, eine unterstützte Fällung machen mit einer manuellen Winde, wo man noch von Hand Kupplung schließen muss. Ja, da hat man halt richtig Gas an Traktor nah und dann hat man halt an dem Seil gerissen wie ein Irre. Ja, das ist klar, dann macht die Kupplung halt schlagartig zu. Das ist im Prinzip wie bei, oder auf, je nachdem, halt der Kraftschluss wird schlagartig hergestellt. Das ist wie beim Auto, da wirkst du ihn ab, wenn du schlagartig Kupplung kommen lässt. Und so ist es halt beim Seil auch. Wenn da schlagartig Zug drauf kommt, ja, hat man ja gesehen im Video, den Traktor hat es geluft und dann ist er gelegen. Und das kann dir halt, ja gut, mein Traktor wiegt jetzt zwar 5 Tonnen, aber die Winde, die zieht halt trotzdem irgendwo um die 8. Ja, so. Und wenn du da jetzt nicht aufpasst, dann, klar, die Bergstütze hebt natürlich wahnsinnig viel, aber dann lupft es dir den auch. So, da haben wir jetzt Glück gehabt, da haben wir jetzt nicht aufpasst. Dann lupft es dir den auch und dann hast du verloren. Dann liegt er auf dem Dach, aber zwar nicht seitlich, sondern den Kopf über. Das habe ich jetzt zwar noch nie geschafft. Das muss auch jetzt sein. So, jetzt ist irgendwo der Gipfel ein wenig abgebrochen, aber das macht auch nichts. So, jetzt sehen wir ihn schön da oben drauf. Wir haben den der Hanne eh als Anlaufstamm genommen, weil der wird eh gefällt. Das ist ganz praktisch. Macht mir nichts anderes kaputt. Zerrt er mal den Möckel da hin, voller Schönheit. Jetzt hat der mir bloß eigentlich da rechts nahelaufen, weil so kann der Förster halt so gut beurteilen, was man draus macht. Jetzt muss ich da gleich geschwind den Traktor umstellen, dass ich ihn noch geschwind dann umziehe. So, und zwar jetzt. Genau, dann kann ich nämlich da drüber ziehen. Wenn es gut läuft, liegt er dann nicht einzeln wahrscheinlich, aber ein wenig. Oder? Ich weiß es nicht. Macht jetzt mehr Sinn. Weiterziehen vielleicht. Ja, das eine LED muss ich mal noch richtig wieder nachmachen. Das hängt da immer so auf dem Boden rum. Ja. Jetzt probiere ich es geschwind, ob ich ihn noch da einen Umzug bringe. Naja, gucken wir mal. So, das soll jetzt mal der erste Teil für den Vlog gewesen sein. Der zweite kommt auch noch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Bis dahin, ciao.